Den Rot-Blau von rechts nach links. Verwirrung beim Freistoß von Zoran Barisic. Einmal abgespielt, den Ball dann gestoppt, mit der Hand berührt. Ist Handvergehen. Daher Freistoß für Rapid. Ratajczyk. Kautz. Lagonikakis. Oliver Freund. Zuordnung im Moment. Oliver Freund beschattet Edi Glieder. Und Krzysztof Ratajczyk kümmert sich um Radoslav Gilewicz. Jerzy Pszczęcek, 1:30 gespielt und der FC Tirol führt mit 1:0. Pass herein, aufgespielt von Gilewicz für Pszczęcek und Helge Peier geschlagen. Raffinierter Fernschuss mit viel Effekt von Jerzy Pszczęcek. Passt genau unter die Latte. 1:32. Ungünstiger hätte für Rapid. Günstiger hätte dieses Spiel für den FC Tirol nicht beginnen können. Wallner. Freund, Ratajczyk. Kautz. Zwiesig gegen Thomas Sobotzik und Freistoß für Rapid. Boschner. Wallner. Sofort geschossen von Roman Wallner. Aus der Drehung bedrängt, schießt Roman Wallner drüber. Aber erste Reaktion auf den Rückstand von Rapid. Barisic. Freistoß. Sarah, Kirchler, abgewehrt, Ecke. Eckball Nummer 1 für den FC Tirol. Geschoben, ein bisschen mit den Händen gearbeitet von Markus Scharrer. Freistoß Rapid.
Sobotzik. Wallner. Gute Aktion. Sobotzik, beidbeinig. Offensiver Mittelfeldspieler hat Roman Wallner ins Spiel gebracht. Guter Pass. Der Schuss von Wallner streicht am Tor, am langen Eck vorbei. Auftakt nach Wunsch für Joachim Löw. Kogler. Schara. Barisic. Nicht einverstanden. Stefan Marasek mit der Entscheidung. Foul an Lagonikakis, aber Freistoß für Rapid. Gestoßen von Ümit Erbay, dem jungen Wiener türkischer Abstammung im Dress von Rapid. Bielewitz. Schöner Pass von Paris auf Bielewitz und Payer. Klärt zum Eckball. Zweiter Eckball, FC Tirol. Alle Spieler mit Ausnahme von FC Tirol-Torhüter Marc Ziegler in der Hälfte von Rapid. Bielewitz. Poschner. Erbay, Kautz. Sobotzik. Poschner. Zu steil, zu weit, zu lang. Der Pass gedacht für Jürgen Kautz. Fehler, Kautz, Wallner, Sobotzik. Und Kopfball, Roman Wallner. Zehn Minuten gespielt. Seit der zweiten Spielminute führt der FC Tirol durch das Tor von Jerzy Pszczęsek mit 1:0.
Einwurf Rapid. Ante Jasic. Und Michael Bauer handelt sich da eine Ermahnung von Schiedsrichter Manfred Schüttengruber wegen der Proteste gegen den Freistoß ein. Freistoß Rapid. Roman Wallner. Zuletzt schon gegen Paris Saint-Germain. Die Gefährlichkeit bei seinen Freistößen gezeigt. Guter Freistoß und Marc Ziegler. Cengek, Schara. Bielewitz gegen Markus Hieden. Abstoß. Cengek, Kirchler. Kirchler, schön gemacht, Barisic. Sobotzik. Jasic, 25-jähriger Kanadier, kroatischer Abstammung. Poschner. Hieden, Poschner. Glieder. Wiesig, Kirchler, Barisic. Man sieht es an der Körpersprache der Spieler, nicht nur am Einsatz und an den Aktionen. Da liegt viel Zündstoff in der Partie, viele Emotionen. Dajcik, Hieden, Lagunikakis, Kautz. Abspielfehler, Kirchler, Cengek, Kogler. Oliver Freund.
Marasek. Sehr offensiv, Stefan Marasek. Barisic. Der Heber zu weit. Helge Peier schnell am Ball. Guter Schuss. Und erstmals nach 16 Minuten geprüft. Marc Ziegler im Tor der Tiroler. Poschner. Wallner. Poschner. Sobotzik. Jasic. Lagonikakis. Kirchler lässt den Ball von der Brust abprallen. Zu Markus Ziegler. Der Schuss von zuvor nochmals und die tolle Parade von Marc Ziegler. Guter Schuss. Nachrücken meint er aus der Coachingzone. FC Tirol Coach Joachim Löw. Das Aufkommen, der Druck von Rapid. Ein Faktum, das dem Tirol-Trainer gar nicht passt. Wallner. Kirchler, Glieder, Czenczek. Marasek. Schuss von Marasek, in der Mitte wäre Schara freigestanden. Daher auch die gehobene Hand zum Zeichen der Entschuldigung. Den besser postierten Mannschaftskollegen übersehen zu haben von Stefan Marasek. Erbei, Kautz. Raffinierter Pass ins Abseits hinein. War raffiniert gemacht von Jürgen Kautz. Mit der Fußspitze wäre da Marc Ziegler noch dran gewesen. Wallner. Poschner, Sobotzik. Sobotzik. Spiel geht weiter, kein Foul entscheidet, Schiedsrichter Schüttengruber. Kogler, Gilewitz, Marasek. Dreimal haben die Tiroler versucht, flach zwischen zwei Rapid-Verteidigern den Ball durchzuspielen. Dreimal hängen geblieben. Spielfehler Bauer, Konter Rapid. Sobotzik. Wallner. Doppelpassversuch. Wallner, Sobotzik. Und der FC Tirol.
Bielewitz. Verteidigt Boschner. Immer wieder anspielbar, lässt sich fallen, schleppt viele Bälle. Gerhard Boschner. Jasic, Sobotzik. Schara Pšenček, der Torschütze, zum 1:0. Jerzy Pšenček und Jürgen Kautz. Kautz gegen Pšenček. Freistoß FC Tirol. Ball in Seitenhaut gespielt vom FC Tirol vor Rapids Betreuerbank. Wallner angeschlagen. Laufduell mit Bauer. Bangt um seinen besten Torschützen Lothar Matthäus. Und Roman Wallner wieder da, Rapid wieder komplett. Bielewitz, Bauer. Abstoß. Sobotzik, Thomas Sobotzik, seit Freitag bis 2004 bei Rapid unter Vertrag. Von Barisic behindert. Und Roman Wallner beim Freistoß. Guter Einsatz von Markus Scharrer. Sobotzik fault seinen Landsmann. Jerzy Pšenček. Ja,
Dajic, Jasic, Kautz. Radajcik. Wieder Gilewitz, Kopfball. Schussglieder prallt ab, Kopfball Gilewitz drüber, weit drüber. Ballbesitz 51 zu 49 mit leichten Vorteilen, aber nur leichten Vorteilen für den FC Tirol, spricht für das temporeiche, durchaus offene, rasante Spiel bisher. Ballglück für Jürgen Kautz. Im Moment aber die Präzision in den Offensivaktionen beider Mannschaften ein bisschen draußen. Der FC Tirol bisher mit einer makellosen Heimbilanz. 8 Spiele, 6 Siege, 2 Unentschieden und keine einzige Niederlage im Verlauf der heurigen Meisterschaft. Rapid hingegen mit nur einem Auswärtssieg in der laufenden Meisterschaft zu Buche stehend. Glieder gegen Lagonikakis, Freistoß für Rapid. ...30 Minuten gespielt, eine halbe Stunde vorbei und immer noch seit gut 28 Minuten führt der FC Tirol mit 1:0, Torschütze Jasip Šenček. Sobotzik gegen Marasek. Ante Jasic bringt Kirchler zu Fall.
Freistoß aus guter Distanz für den FC Tirol. 20, 21 Meter. Die Distanz der Mauer, dazu noch die 9 Meter, also 28, 29 Meter. Der Freistoß. Vom Tor von Helge Bayer entfernt und da gibt es einen Spezialisten beim FC Tirol. Da gibt es Zoran Barisic. Helge Bayer hält. Freistoß über die Mauer, aber ziemlich zentral, mittig auf das Tor von Rapid. Kein Problem für Helge Bayer. Schön gemacht von Gilewitz. Roland Kirchler stößt. Krzysztof Ratajczyk. Freistoß. Rapid aber bislang in der ersten halben Stunde deutlich besser, als es die Statistik ausweist. Die Statistik würde ja sagen, Rapid ist die zweitschwächste Auswärtsmannschaft der Liga. Mit eben nur einem Auswärtssieg. Weniger Tore als Rapid, hat nur die Admira geschossen. 15 Tore Rapid, 10 die Admira. Das Tabellenschlusslicht. Marasek gegen Lagonikakis. Und genau auf Marc Ziegler. Wieder Schara. Und Glieder holt sich den Ball zurück. Glieder. Immer noch Glieder. Und jetzt klärt Lagonikakis. Gute Möglichkeit, leichtfertig vertan. So, Bocic. Und verarztet. Rapid im Moment nur mit 10 Mann. Und 20 Spieler. Wieder in der Rapid-Hälfte. Ermahnende Worte von Schiedsrichter Schüttengruber. Gerankel, Privatduelle im Strafraum zu vermeiden. Der Freistoß. Eckball Nummer 3. Zu 0. Drei Ecken für den FC Tirol. Kein Eckball für Rapid. Die Statistik der ersten 36 Minuten. Kirchner. Gedränge Gilewitz. Und Tor.
Tor, eine unübersehbare und durchschaubare Situation, gerankelt Gedränge im Rapid-Strafraum, Proteste von Helge Payer bei Schiedsrichter Schüttengruber. Vielleicht gibt die Zeitlupe etwas Aufschluss. Kirchler spielt den Ball auf das Fünfeck. Abwehr. Zwissig ist da. Der Ball ist im Tor. Bielewitz. Zwissig. Marco Zwissig. Die Schweizer Neuerwerbung im Sommer zum FC Tirol gekommen. Bei den sogenannten Standardsituationen immer im Strafraum des Gegners zu finden. Bielewitz. Und Zwissig per Kopf vor Jasic. Der Jubel des Schweizer Abwehrrecken. Und der FC Tirol führt durch das vierte Meisterschaftstor des 30-jährigen Schweizers mit 2:0. Nach 37 Minuten der Spielstand. Barisic gefault. Und gelbe Karte für Ümit Erbay. Mit Erbay, der junge 21-Jährige, zum ersten Mal von Beginn an in der Meisterschaft in der Stammformation von Rapid zu finden. Marasek. Greift an den Rückenteil des Leiberls. Von Wallner und der Griff ans Leiberl, ans Trikot, hat eine Konsequenz. Das ist gelb. Verhältnis der gelben Karten jetzt gleichmäßig verteilt. Mit Erbay bei Rapid und Stefan Marasek beim FC Tirol. Freistoß. Hateitschik, gefährlich! Drüber. Roman Wallner angeschlagen, humpelt aus dem Strafraum. Raus der Freistoß nochmals. Kopfball, knapp über die Querlatte. Rapid derzeit zwei Spiele angeschlagen. Thomas Sobotzik vor kurzem verarztet und jetzt humpelt auch Roman Wallner. Noch 5 Minuten bis zur Pause. Wäre eine arge Schwächung für Rapid. Müsste der beste Torschütze, müsste Roman Wallner vorzeitig das Spiel beenden. Ante Jasic.
Erbay, Jasic. Gilewitz. Kein Foul signalisiert. Schiedsrichter Schüttengruber. Spiel geht weiter. Und gelb für Köchler. Gelb für Köchler. Nach Foul an Jasic. Und emotionsgeladen, nicht nur die Spieler am Feld, sondern auch Innsbrucks Chefcoach Joachim Löw. Roman Waldner. Mit einer Prüfung der leichteren Art für Marc Ziegler. Langer Anlauf von Perisic. Die letzte Minute der ersten Spielhälfte einer rasanten, schnellen, spannenden, hart geführten ersten Spielhälfte beginnt. Mit einer Minute Nachspielzeit. Jürgen Kautz. Poschner, Ratajczyk. Oliver Freund. Und wenige Minuten vor dem Pausenpfiff musste Thomas Sobotzig sein Bundesliga-Debüt vorzeitig mit einer Oberschenkelverletzung beenden. Und für ihn kam Boja Savic. Der FC Tirol
in den grün-schwarzen Dressen. Jetzt in der zweiten Spielhälfte von rechts nach links. Führt mit 2:0. Torschützen bisher Jerzy Pszczęsek gleich nach 1,5 Minuten. Und der Schweizer Marco Zwissig. Jürgen Kautz, Roman Wallner, vor der Pause humpelnd, leicht angeschlagen, beißt aber die Zähne zusammen und hält durch. Bauer. Der Einsatz von Glieder zum Vorteil von Oliver Freund. Und leichte Probleme im Dribbling für Helge Payer. Einwurf FC Tirol. Pszczęsek. Immer noch Pszczęsek. Barisic, Lagonikakis, Gilewicz. Schara. Läuft mit dem Ball ins Tor out. Abstoß. Rapid. Pszczęsek. Gilewicz völlig frei. Gilewicz. Bayer. Und fragend breitet der Rapid-Torhüter da seine Arme aus. Wo waren die Abwehrspieler? Gilewicz. Völlig frei. Und heroisch die Abwehr. Von Helge Payer, der da ein sicheres Tor reflexartig verhindert. Vierter Eckball FC Tirol. Unter Druck bei Strafraumszenen, Rapids Abwehr. Nervös, hektisch. Kautz. Voilà. 50 Minuten gespielt, 2:0. Klare Führung.
des FC Tirol. Zwiesi gegen Wallner. Giedewitz geschoben von Markus Hieden. Bei den Fouls führt der FC Tirol mit 14 Fouls gegenüber 9, die Rapid begangen hat. Auch in dieser Statistik, nicht nur auf der Anzeigetafel, der FC Tirol in Führung. 23 Fouls in 65 Minuten. Kein überhartes Spiel, aber ein Indiz für die Rasse, die Brisanz, die Rivalität, die in diesem Spiel vorherrscht. Der FC Tirol jetzt selbstbewusster, abgeklärter, präziser in seinen Aktionen. Poschner, Kautz. Oliver Lederer, wieder Lederer. Bauer, Gilewitz, Barisic. Marasek. Und Lagonikakis gegen Marasek. Ein Duell auf der linken Seite, das sich jetzt schon 55 Minuten hinzieht. Marasek beim Freistoß. Barisic. Barisic. Und der fünfte Eckball für den FC Tirol. Giedewitz. Kirchler. Abgeblockter Schuss von Roland Kirchler. Joachim Löw. Er wird
Ende des Spiels mit Lothar Matthäus zu diesem Spiel. Alles Wichtige, die entscheidenden Szenen in der Sendung Sport am Sonntag analysieren. Čenček, vorbei an Kautz, Marasek. Kopfball Glieder im Duell mit Oliver Freund. Und Roman Wallner reibt sich jetzt als Sturmspitze vorne auf. Bauer spielt in den Rücken von Gilewitz. Schöner Vorstoß von Bauer. Die spielerischen Gewichte verlagern sich jetzt zugunsten des FC Tirol. Kapitän Michael Bauer. Poschner. Čenček gegen Kautz. Guter Schuss von Lederer. Oliver Lederer zur Pause ins Spiel gekommen. Hat freie Bahn. Und Marc Ziegler mit Problemen. Im Nachfassen. Erst fixiert er den Ball nach dem Schuss von Oliver Lederer. Poschner. 6:5. Die Statistik an Torschüssen. Der FC Tirol mit der höheren Effizienz im Verwerten der Torchancen. 6:5, eine relativ ausgeglichene Bilanz. Die Anzeigetafel sagt etwas anderes. 2:0, klare Führung des FC Tirol. Glieder. Gilewitz gegen seinen polnischen Landsmann Ratajczyk. Kirchler. Jasic, Poschner. Lagonikakis. Andreas Lagonikakis. Fernschuss drüber. Die Führung des FC Tirol, vielleicht auch das 2:0 nach 60 Minuten. Im höheren Maß an Routine zu suchen.
die Spiele gegeneinander, Tirol gegen Rapid, addiert alle Spiele jedes einzelnen Kaderspielers, bringt es der FC Tirol auf 449 Spiele gegen Rapid, wohingegen der Rapid-Kader es auf nur 170 Spiele gegen Tirol bringt. Und Tausch beim FC Tirol. Thomas Grumser, junger Nachwuchsspieler, bekommt angesichts der klaren Führung eine Chance. Markus Scharrer geht. Und Thomas Grumser kommt. Schenjek, heute nicht nur Torschütze, spielt seit Wochen in Hochform. Arisic drüber. Gilewitz gegen Ratajczyk. Thomas Grumser. Geschoben signalisiert Schiedsrichter Schüttengruber. Freistoß Rapid. Die energische Anzeige von Schiedsrichter Schüttengruber trifft Gerhard Poschner. Lederer. Jasic. Lagonikakis. Fehlpass von Lagonikakis. Thomas Grumser, übermorgen feiert er seinen 22. Geburtstag. Vorweggenommenes Geburtstagsgeschenk von Joachim Löw für einen aus der Nachwuchskader des FC Tirol. Schenjek. Grumser. Sein Schuss prallt von Ratajczyk ins Tor. Eckball. 6:0. Noch kein Eckball für Rapid.
Demgegenüber 6 Eckbälle für den FC Tirol. Sie gegen Lagonikakis. Poschner. Lederer, Poschner. Pšenjek einmal vor den eigenen Strafraum. Ratajczyk. Zoran Barisic in seinem 90. Bundesligaspiel für den FC Tirol. Seinen ersten Bundesliga-Treffer schoss er gegen Rapid im Jahr 1989, damals noch als Spieler des Wiener Sportclubs. Pšenjek. Wieder bleibt hängen. Kautz. Lederer, Kautz. Pšenjek. Abseits von Roland Kirchler. Freund Ratajczyk. Minuten gespielt. Am Spielstand hat sich nichts geändert. 2:0 für den FC Tirol.
Seine Mannschaft entwickelt einfach zu wenig Offensivkraft. Mag es das Fehlen von René Wagner sein? Mag es die fehlende Kreativität des Mittelfelds sein? Agonikakis, Poschner. Ratajczyk. Jasik. Freistoß für den FC Tirol. Und Diskussionen, Gerankel im Mittelfeld. Schiedsrichter Schüttengruber beruhigt die Gemüter. Marasek, Pšenček, Gilewitz. Abgedrängt, geschubst von Oliver Freund und Tausch beim FC Tirol. Aus dem Spiel Edi Glieder. Nichts wird's mit seinem 70. Bundesligatreffer. Ein Tor heute und es wäre sein 70. Tor in der Bundesliga gewesen. Nichts wird daraus. Und für ihn kommt der junge Wolfgang Meier. Jener Wolfgang Meier, der auch auf dem Wunschzettel der Wiener Austria steht. Das Ganze nochmals, nochmals Freistoß, rutscht aus. Zwei, drei Meter Raumgewinn. Und wenn er nicht wegrutscht, dann sind seine Freistöße nach wie vor nicht ungefährlich. Zoran Barisic. Über die Mauer, viele Fee. Eineinhalb Meter übers Tor. Guter Schuss von Roman Wallner.
Und gefährlicher Abpraller von Marc Ziegler nach vorne. Rapid im Ballbesitz. Weiterhin Roman Wallner. Wuchtiger Schuss. Und Marc Ziegler kann den Ball nicht fixieren. Und erstes Laufduell. Wolfgang Mayer mit einem Rapid-Abwehrspieler, mit Krzysztof Ratajczyk. Und Eckball Nummer 7 für den FC Tirol. Immer noch kein Eckball für Rapid. Vorbei. Kopfball von Michael Bauer nach Flanke Barisic. Bauer gewinnt das Kopfballduell, aber sein Ball streicht knapp am Tor vorbei. 40 Spiele gegen Rapid, und in diesen 40 Spielen, die er gegen Rapid bestritten hat, ist ihm immer noch ein Torerfolg versagt geblieben. Kirchler, Barisic. Filip Šenček. Lederer. Ratajczyk. Ist jetzt ins Mittelfeld aufgerückt. Immer häufiger im Mittelfeld von Rapid zu finden. Der Pole, Krzysztof Ratajczyk. Savic. Na, Roman Wallner gegen Michael Bauer. Und Tirols Hintermannschaft erstmal seit langer Zeit wieder in Nöten. Oh, Roman Wallner gegen Michael Bauer. Und da ärgert sich Roman Wallner, dass ihm Marco Zwissig im Hineinhechten den Ball vom
schussbereiten Bein wegschlägt. Flüssig. Lagonikakis. Jasic. Grumsa. Missverständnis, Puschner und Jasic. 9 Minuten vor Schluss. Foul von Gilewitz und das gibt die gelbe Karte für Lagonikakis. Zweite gelbe Karte für einen Rapidspieler. Erbay, der zur Pause ausgetauscht wurde, und Lagonikakis, die mit Gelb ausgestatteten Spieler von Rapid, und Marasek und Kirchler, jene des FC Tirol. Schenjek. Kirchler. Lederer gegen Zwissig. Und der Sieger heißt Marco Zwissig. Wolfi Meier. Hängen geblieben. Gilewitz, Meier. Kirchler. Maresic. Knapp am Tor vorbei, der Schuss von Barisic. Und Roland Kirchler darf 5 Minuten vor Ende des Spiels vorzeitig das Feld verlassen. Für ihn kommt Markus Anfang, der nach langer verletzungsbedingter Pause in vorsichtigen kleinen Schritten von Innsbrucks Trainerstab wieder an die Stammmannschaft herangeführt wird. Damit ein ehemaliger Spieler aus der deutschen Bundesliga mehr am Tivoli-Rasen
nach dem verletzt ausgeschiedenen Thomas Sobotnik. Und Gerhard Poschner, jetzt der dritte Spieler, der Bundesliga-Erfahrung nach Österreich mitgebracht hat. Markus Anfang. Lederer. Geschoben von Wallner. Freistoß FC Tirol. Zu 0, 4 Minuten vor Schluss, die sichere Führung des FC Tirol. Markus Anfang im deutsch-deutschen Duell von Gerhard Poschner gehalten. Ein Hinweis bei der Exekutive: Die Fans im Testsektor werden die Regeln 10 Minuten bis eine Viertelstunde länger im Stadion geschlossen. Die Fans brauchen im Testsektor haben die Regeln der Regeln nachgeschlossen, 10 bis 15 Minuten länger in der Bühne zu bleiben. Barisic. Abgewehrt. Schenjic. Mit vielen Ideen und einem ungeheuren Laufpensum und zudem noch als Torschütze erfolgreich. Jasip Schenjic, einer der Besten im Dress des FC Tirol. Anfang. Kunso gegen Nadajic. Drei Minuten Nachspielzeit signalisiert der vierte Mann an der Linie. Und Diskussionen von Roman Wallner, der hier Freistoß für Rapid, zumindest beim Schiedsrichterassistenten an der Linie reklamiert. Jener Roman Wallner, der sich in langen Wegen, die er zurücklegt, im Angriff von Rapid zerreißt. Einwurf für Rapid. Weil man Rapid zugestehen muss, dass sich die Mannschaft von den Spielanteilen her keineswegs wie ein Drittletzter in der Tabelle präsentiert hat. Die mangelnde Offensivkraft, die herausgearbeiteten und genützten Torchancen, sie fehlen einfach. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch den heurigen Herbst dahin. Die 90 Minuten sind vorbei. Noch drei Minuten. Anfang. Bielewitz gegen Oliver Freund.
Nochmals Wallner gegen Zwissig. Und dort, wo das Gerankel, das Laufduell begonnen hat, dort verlegt Schiedsrichter Manfred Schüttengruber den Freistoß für Rapid hin. Jürgen Kautz. Savic. Fehlpass. Und bekommt den Ball an die Hand. Freistoß für den FC Tirol. Und eine Minute der Nachspielzeit von 3 Minuten ist vorbei. Noch 2 Minuten. Meier. Gegen Lagonikakis. Setzt Lagonikakis den Arm etwas ein. Nochmals Freistoß FC Tirol. Foul an Torhüter Helge Peier. Stimmung gut, strahlender Sonnenschein zu Beginn im Rieder Stadion. Die Gastgeber von rechts nach links in Schwarz-Grün. Erstmals über Acker Gündüz im Duell mit Radajcik. Acker Gündüz sehr beweglich, holt da einen Eckball heraus, der allerdings dann nichts einbringt. Das ist Radajcik. Heute wieder Libero bei Rapid Ivancic neben Wallner, zweite Sturmspitze. René Wagner noch nicht ganz fit und daher auf der Ersatzbank vorerst. Die Rieder leicht überlegen. Rettet Markus Hieden nach dieser Hereingabe von Rothbauer. Und dann erstmals die Hütteldorfer. Foul an Wallner, der effektivste Stürmer der Hütteldorfer. Aber schon in der Anfangsphase ist zu sehen, Rapid tut sich schwer, das Mittelfeld zu überbrücken. Ein Königreich für einen Andi Herzog. Freistoß, Wallner und keine Probleme für Michel, Andreas Michel im Tor der Rieder. Dann wieder Acker Gündüz. Immer wieder, wenn er antritt, herrscht Gefahr in der Rapid-Deckung. Dann Glasner, gut gemacht von Glasner. Achtung, Attacke! Das Publikum fordert Elfmeter bei dieser Attacke von Jasic. An Glasner schauen wir noch einmal hin. Eindeutig Ball gespielt. Entscheidung also von Schiedsrichter Mosberg. Richtig, kein Elfmeter in dieser Szene. So etwa nach einer guten Viertelstunde. Dann wieder Acker Gündüz. Da hat er Pech gehabt. Verstolpert in dieser Szene. Aber er hat sich wieder freigelaufen. Radovic nicht dabei heute. Der ehemalige Rapidler bei Ried. Und wieder Acker Gündüz. Wechsel, diesen scharfen Ball mit der Brust heruntergenommen. Und keine Probleme für Helge Peier. Meier, Kautz, Bridge, Schwarz und Saaler fehlen ja bei Rapid noch verletzungsbedingt. Leimer ist das. Christoph Lauers, der einzige Ausländer im Kader der Rieder Mannschaft. Jetzt Achtung, Drechsel, Heber und nicht ungefährlich. Helge Peier muss sich da strecken bei diesem gefühlvollen Heber von Herwig Drechsel. Heute wieder in Bestform, lange Zeit ja gesperrt gewesen. Auch im Teamkader mit dabei gewesen bei Otto Baric. Und eine düstere Miene von Lothar Matthäus. Er sieht, es läuft einfach nicht richtig bei seiner Mannschaft, bei Rapid. Da kommt Hannes Forster. Acker Gündüz muss mit einer Seitenbandzerrung schon nach etwa 25 Minuten ausscheiden. Das ist natürlich Pech. Nicht nur für ihn, sondern natürlich auch für die Rieder Mannschaft. Da haben wir Poschner, Foul von Hannes Forster, eben eingewechselt. Und wie immer tritt Wallner die Freistöße. Und da versucht Jasic an diesen Ball heranzukommen. Aber nicht gelungen. Rapid meist nur über Standardsituationen einigermaßen gefährlich. Muss ich das sehr vorsichtig ausdrücken. Und wieder Ried.
Die zwingenden Aktionen fehlen auch noch. Ja, das war zirkusreif. Hannes Forster mit Oliver Freund. Es gibt kein Foul, es gibt einen Eckball. Ja, hat recht hübsch ausgesehen, einen Eckball für Ried. Immer Herwig Drechsler macht alles, alle Freistöße, alle Eckbälle. Lauers! Und das war die allerbeste Möglichkeit nach einer guten halben Stunde oder nach einer knappen halben Stunde, besser gesagt, für die Rieder Mannschaft. Noch einmal, Lauers geht da gut hinauf, wird zwar von Markus Hieden etwas behindert, aber es bleibt beim 0:0. Dann wird etwas besser kombiniert, natürlich wieder Herwig Drechsler, technisch sehr sauber gemacht. Rothbauer kommt immer wieder über die rechte Flanke, Angerschmidt und Tor! 28. Minute, Michel Angerschmidt macht das 1:0, sein zweites Saisontor. Und er ist wirklich ein Schrecken für die Hütteldorfer, denn sein erstes hat er auch gegen Rapid beim 2:2 hier in Ried gemacht. Er ist zufrieden, Alfred Tatar, seine Mannschaft in Führung. Sollte es heute doch den zweiten Heimsieg geben, aber es ist ja noch lange bis zum Schlusspfiff. Wir sehen hier einen Aufsetzer, aber ich glaube, da war Helge Bayer doch etwas mit dabei, hat nicht allzu gut ausgesehen bei diesem Ball. Obwohl er natürlich schwierig zu halten war. 1:0 auf alle Fälle für Ried. Eckball Boschner. Leichter Nebel fällt ein, man sieht schon jetzt an diesen Bildern, da versucht Slagodikakis, gar nicht so schlecht, dieser Kopfball aber ein bisschen zu klein war, der Grieche Slagodikakis. Weiterhin 1:0 für Ried, noch einmal die Hereingabe von Freund. Und nichts passiert, Nebel wird etwas stärker, Freistoß wieder für Ried, Herwig Drechsler direkt in die Arme von Peyer. Pausenstand 1:0 für Ried im Stadion, im Innviertel. Und da sehen Sie, der Nebel wird von Minute zu Minute stärker. Es fehlt bald der Durchblick, aber Schiedsrichter Mossberg sagt zunächst weiterspielen. Nächste Szene. Wir werden nicht mehr allzu viel sehen in dieser zweiten Hälfte, denn Sie sehen einfach nichts zu Hause. Auch wir haben im Stadion nicht allzu viel gesehen. Aber diese Szene müssen wir uns anschauen. Christoph Lauers gut gemacht, abgefälscht und Tor! 47. Minute. Das ist das 2:0 für die Innviertler Mannschaft. Und ihm fällt natürlich ein Stein vom Herzen. Christoph Lauers mit seinem vierten Saisontor, der Belgier, der nicht immer von Beginn an aufgeboten wird. Aber da Radovic heute, wie gesagt, nicht fit ist, ist er die zweite Sturmspitze. Wir sehen hier, der Rettungsversuch kommt zu spät und jetzt achten Sie auf diese Aktion. Radajcik war da mit dem Fuß noch dazwischen und hat abgefälscht. Und jetzt sehen wir es ganz genau, da ist er und da hat natürlich Peyer keine Chance. Ried liegt mit 2:0 in Führung. Der Nebel wird stärker, der Ball wird gewechselt, es kommt ein oranger Ball. Endlich muss man sagen, es kommt zu Diskussionen und Kollege Reinhard Waldenberger war mitten am Spielfeld mit dabei. Weitergespielt werden. Das sieht man nicht, aber wird langsam kritisch, würde ich sagen. Ja. Aber zurzeit geht es noch. Ja, Mossberg lässt weiterspielen. Zwei Szenen möchten wir Ihnen noch zeigen, die man einigermaßen sieht. Diesen Schuss von Forster, Peyer hält, aber es ist fast nichts mehr zu erkennen. Es ist fast schon irregulär geworden. Noch einmal mit der Hintertorkamera sieht man es noch am besten. Hannes Forster war das und jetzt kommt noch eine Möglichkeit für Rothbauer. Das waren auch die besten Chancen nach dem Seitenwechsel. Das Match erstickt förmlich im Nebel. Bin schon gespannt dann auf die weiteren Interviews. Ried gewinnt also gegen Rapid mit 2:0. Wenn es gegen die Wiener Austria geht. Radajcik. So, da sehen wir das Austria-Betreuer-Duo Pfeffer und Hörmann. Pfeffer hat eine ausgeglichene Derby-Bilanz als Spieler gehabt, 18 Siege, 18 Niederlagen. Als Trainer das erste Derby.
Foul an Saraj nicht gegeben. Hieden. Erste Möglichkeit. Ganz knapp hat man erlebt, den Ball verfehlt. Und Zusammenstoß Merleb dürfte sich da wieder verletzt haben. Hat sich auch verletzt beim letzten Derby, beim 2:1, als er das zweite Tor erzielt hat. Hier kommt die Flanke und stößt zusammen mit Helge Beyer. Unglücklicher Zusammenstoß zwischen diesen beiden Spielern, zwischen Beyer und Merleb. Ja, hoffentlich aus Sicht der Wiener Austria kann da Merleb weiterspielen, aber es schaut so aus, muss nur hinausgehen. Dürfte sich um keine ärgere Verletzung handeln. Trojanski klärt vor Daumen, hat gestern seinen 24. Geburtstag gefeiert. Ja, einer der Spieler Trojanski, die sich bei der Wiener Austria sehr gut eingefügt haben. Viel Herz, viel Laufarbeit, viel Einsatz zeigen. Boschner. Lasic. Missverständnis abermals ein Wurf für Rapid. Foul an Wallner wird angezeigt vom Schiedsrichterassistenten. Nicht einverstanden, Hieden. Wieder Boschner. Lang gespielt. Erste gefährliche Situation gegen die Austria nach dieser Standardsituation. Kopfball kam vom Freund Wallner. Foul von Lehrand und gelbe Karte von Schiedsrichter Sohn. Er hat gehalten, hat Wallner zurückgezogen. Ja, Standardsituationen bringen bisher die gefährlichsten Torszenen in diesem Derby. Jetzt Wallner, der den Freistoß ausführen wird. Geschickt gemacht von Wallner und ebenso geschickt aufgepasst hat Thomas Mantel. Ja,
Das war keine ungefährliche Situation. Schön gemacht von Wallner. Zu wenig Druck vielleicht am Ball, aber die Idee ist sehr gut. Und Mandl, der da aufgepasst hat. Freund vor Meierle. Der Spielmacher von der Austria, Janoczko, um den kümmert sich Lakonikakis. Lerand, Meierleb. Der Doppelpass war wohl zu durchsichtig. Sehen wir Jasic. Jasic, auch er vertrippelt sich, so wie zuvor Janoczko. Auf beiden Seiten noch ein bisschen Unsicherheit in der Anfangsphase dieses Spiels. Ivan, die Neuerwerbung der Austria, auf der rechten Seite. Ruschfeld und Handspiel angezeigt. Hier sehen wir den neuen Rapid-Präsidenten. Als Präsident ist es auch sein erstes Derby, ist in Verhandlungen mit Andreas Herzog. Manche haben ja schon gehofft, dass Herzog möglicherweise schon gegen die Austria spielt. Aber die Rapid-Anhänger sind da kritischer, wie man den Transparent entnehmen konnte. Sarac. Er weiß, Sarac, der in den letzten Spielen die Akzente der Wiener Austria auf der linken Seite gesetzt hat mit seinem großen Einsatz. Foul an Kiesnebner und ermahnende Worte für Boschner von Schiedsrichter Söder. Zingler hat sich jetzt um Meierleb gekümmert. Ruschfeld wird da sehr eng gedeckt vom Freund. Um seine Kopfballstärke möglichst zu neutralisieren. Wieder gute Flanke, Missverständnis und Glück für Rapid jetzt. Ivan hat die wirklich erste ganz große Möglichkeit in diesem Derby vergeben. Geschickt vom Bayer gemacht, der da rechtzeitig raus ist. Bayer schneidet den Winkel ab. Und nimmt Ivan die Möglichkeit, den Ball platziert aufs Tor zu schießen. Ruschfeld, Freund.
wahrscheinlich wenig freundliches Duell der beiden noch im Verlauf dieses Spiels. Saraj mit links von der anderen Seite, aber da hat er sich wohl auch selbst mehr vorgestellt. Kontrollierter Abschlag von Hieden. Boschner bringt da zweimal den Ball nicht unter Kontrolle. Spiel im Moment etwas unkontrolliert und wird unterbrochen durch dieses Foul wieder von Boschner. Freistoß für die Austria. Boschner und Zingler kümmern sich zu intensiv um Meierle. Erst seit dem Tor im Derby hat Bayer Leben nicht mehr getroffen. Hat für ihn damals einen Negativlauf eingeleitet. Ja, bis jetzt löst Lakonegakis seine Aufgabe gut. Janoczko ist bisher als Spielmacher nicht so stark zur Entfaltung gekommen. Trainer Gutler und Sportdirektor Matthäus. Sie sehen sehr wohl eine Austria, die nach vorne ausgerichtet ist, die da im Hanapi-Stadion zweifellos nicht nur auf Halten spielt, sondern die Druck nach vorne macht. Ruschfeld. Abgeblockt und Eckball. Gute Flanke jetzt und aufmerksam Radajcik. Dahinter hat Meierleb gelauert. Ja, das Niveau im Moment nicht allzu hoch. Bei beiden merkt man doch gewisse Unsicherheit, aber der Wille, der ist zweifellos vorhanden. Im Moment zu sehr das Spiel von Zweikämpfen überdeckt. Und wieder eine gute Möglichkeit für die Austria durch Trojanski. Ja, dieser Trojanski, Gratulation von dieser Stelle noch, aber er ist absolut ein Kauf in der Ära Hahn, der absolut als geglückt zu bezeichnen ist. Sein Einsatz, sein Wille, seine Einstellung auf dem Platz immer vorbildlich. Der Ballbesitz, der spricht ganz klar für die Austria.
Austria ist auch bisher zu den wirklich besseren Tormöglichkeiten, von denen es zwar noch nicht allzu viele gegeben hat, gekommen. Buschfeld. Schön gemacht von Ivan. Idee gut, Ausführung aus Sicht der Austria leider misslungen. Der Pass auf Janoczko. Wagner. Foul andauert. Von Letwan. Mit neuer Frisur Letwan. Kurzhaarschnitt des Defensivspielers im Mittelfeld der Wiener Austria. Gut gemacht von Radajcik, da schnell zurückgekommen, hat sich aber dabei verletzt. Zusammengestoßen mit Kiesnebner. Ja, eine schmerzhafte Aktion für beide Spieler. Meinungsaustausch beim Betreuerduo der Wiener Austria. Und Frank Stronach mit Andi Rudasch. Wird er möglicherweise der neue ÖVP-Präsident? Dann bleibt aber auch die Frage offen, wenn es so sein sollte, was geschieht mit der Wiener Austria. So, die verletzten Spieler Kiesnebner, Radajcik jetzt am Ball wieder mit von der Partie. Ein Missverständnis, jetzt hat Jasic überriesen, dass kein Einwurf, sondern Foul gepfiffen wurde. Sarac. Unkontrolliert das Abspiel auf Ruschfeld. Austria attackiert sehr früh, Lehrand. Gut gemacht, 3 gegen 3 die Situation. Ärgert sich die Austria-Stürmer. Aber es kann passieren. Im Moment fehlt die Sicherheit, das spürt man. Ivan. Er findet keinen Anspielpartner, Ivan. Spielaufbau hat zu lange gedauert. Rapid deckt sehr eng, sehr genau. Hat auch genügend Zeit dafür, Meierleb. Janoczko. Janoczko, guter Haken, geht in die 16er. Und Glück für Rapid. Zieht den Ball knapp am Tor vorbei. Versetzt Radajcik. Im Spielaufbau ist er glänzend. Was ihm fehlt, ist einfach bis jetzt zumindest die Torgefährlichkeit. Die fehlt ja noch.
gut gemacht von Saraj. Allerdings kein Raumgewinn für die Austria. Rusch fällt gegen zwei Rapid-Abwehrspieler. Die Austria, die versucht wohl über die Seiten zu kommen, aber bis jetzt ist das noch selten gelungen. Auch kaum Flanken auf Ruschfeld. Freistoß jetzt durch Janoczko. Alleine vorne nur Wallner und abgeblockt von Lettler. Einsatz von Wagner. Janoczko. Fehler hüben wie drüben. Wieder gute Flanke und gut heruntergeholt von Helge Beyer. Foul am Wallner. Hey, Oliver! 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 Oliver, spielt Fußball! Die Freude! Ja, zufrieden kann er nicht sein, Lothar Matthäus, mit dem bisher gezeigten. Vor allem mit dem Spiel nach vorne klappt es nicht so richtig bei Rapid.